Damit treten wir ein in den Tagesordnungspunkt 12. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion Die Linke, Hessisches Gesetz für ein Gesetz zur Beschränkung von dienstlichen Kurzstreckenflügen 2019-52 zu 2012-29. Berichterstatter ist der Kollege Alexander Bauer. Wie sieht es aus? Machen wir eine Berichterstattung? Kann jemand einspringen? Ich hätte auch dazu Papier, wenn ihr braucht. Der Kollege Bellino übernimmt es, oder Kollege Frömmrich. Warte mal. Passt es? Alles klar, sehr gut. Holger, du hast. Warte mal, bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich das hier nehme vom Präsidenten, dankenswerterweise geht es noch etwas schneller. Der Innenausschuss hat sich mit diesem Gesetzentwurf der Fraktion der LINKEN befasst und empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. CDU, BÜNDNIS 90 GRÜNEN, AfD, Freie Demokraten gegen DIE LINKE bei Enthaltung der SPD. Vielen Dank, Herr Kollege Bellino. Ich sage das ja also, auf die PGs ist immer Verlass. Die können einfach alles. Das ist schon eine besondere Einheit. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann darf ich die Aussprache öffnen. Als Erster zu Wort hat sich gemeldet der Kollege Felstehausen, auch ein PG. Bitte schön, Herr Kollege Felstehausen, Sie haben das Wort. Sie dürfen 7,5 Minuten, Sie müssen aber nicht. Gut, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich werde bemühen, das nicht voll auszuschöpfen. Meine Damen und Herren, wir haben heute und auch gestern viel über die Auswirkungen der Folgen der Corona-Krise diskutiert. Eine Pandemie, die das Potenzial hat, Hunderttausende von Menschen zu töten. Und wir haben gezeigt, dass wir uns diesen Herausforderungen stellen. Und wir haben auch gezeigt, dass wir Wissenschaftler ernst nehmen und wir bereit sind, gewaltige Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Wir tun das alles, weil wir hoffen, damit die drohende Gefahr abwenden zu können. Das Gleiche gilt aber auch immer noch für eine Krise, die uns ebenso weltweit bedroht. Es ist die Klimakrise, und die sollte in diesen Tagen auch nicht völlig hinten runterfallen. Weltweit haben uns Wissenschaftler berechnet, was passiert, wenn wir zu dieser Krise nicht auch einschneidende Maßnahmen treffen. Wir wissen inzwischen alle, was Kipppunkte sind. Wir wissen, was passiert, wenn wir jetzt nicht entschieden umsteuern. Und, meine Damen und Herren, dieses Wissen muss dazu führen, den weltweiten CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren. Eigentlich ist klar, dass wir dafür nur noch ein kleines Zeitfenster haben, unser Wissen auch tatsächlich in Handlungen umzusetzen. Und diese Handlungen müssen eben wirkungsvoll sein. Und die Anstrengungen werden nicht minder gewaltig sein müssen in allen Sektoren, in Wohnbereichen, in der Energieerzeugung, in der Industrie, der Landwirtschaft und natürlich auch im Verkehrssektor. Und dazu haben wir heute diesen Gesetzentwurf eingebracht. Aber daher sagen wir sehr deutlich, die hessischen Landesbediensteten, das ist der Kern unseres Antrags, die hessischen Landesbediensteten sollen zukünftig eben nicht mehr auf Kurzstrecken fliegen. Es gibt hervorragende Alternativen. Noch vor ein paar Wochen hieß es, diese Forderung sei völlig utopisch. Man könne Gespräche nicht einfach in Videokonferenzen verlagern. Man könne Meetings gar nicht virtuell führen. Die Corona-Krise, meine Damen und Herren, hat uns eines Besseren belehrt. Wenn wir müssen, können wir. Und wir werden müssen. Und so wie bei der Bekämpfung der Corona-Krise, wie wir es versucht haben, alle Infektionswege zu begrenzen, werden wir es auch bei der Klimakrise machen müssen. Niemand wäre hier auf die Idee gekommen, nur eine Sportart zu verbieten oder zu argumentieren, die anderen sollen doch damit anfangen mit dem Infektionsschutz oder der Infektionsschutz sei viel zu teuer. Nein, meine Damen und Herren, beim Klima erleben wir, dass es immer dann, wenn es konkret wird, bei der Braunkohle, bei der Förderung erneuerbarer Energien, bei der Stärkung des Radverkehrs in den Innenstädten, bei den Tempolimits auf den Autobahnen, immer dann ist Ihnen die Wirtschaft wichtiger als der Klima. Aber, meine Damen und Herren, ohne Klima wird es eben auch keine Wirtschaft mehr geben, die gefördert werden kann. Wir brauchen eine andere Form von Wachstum, ein Wachstum, das eben nicht nach schneller, höher, weiter schreit, sondern ein Wachstum von Nachhaltigkeit, ein Wachstum von Bildung, ein Wachstum von Gesundheit. Das müssen die Maxime sein, mit denen wir aus dieser Krise herausgehen.
Meine Damen und Herren, die Antwort auf die durch Corona ausgelöste Wirtschaftskrise kann nicht heißen, weiter so. Die Antwort muss heißen, umdenken. Österreich und Frankreich machen es uns vor. Die staatliche Beteiligung an den Luftflotten gibt es dort nur, wenn sich diese auch bereit erklären, sozial und ökologisch umzusteuern. Und dazu gehört eben auch eine deutliche Reduzierung von den klimaschädlichen Kurzstreckenflügen. Nicht die Abwrackprämie kann die Lösung sein. Meine Damen und Herren, wir brauchen neue vernetzte Verkehrskonzepte, weniger Individualverkehr und natürlich auch weniger Flüge. Ja, der Klimawandel wird uns zum Umdenken zwingen. Und je später wir damit anfangen, desto gravierender werden die Einschnitte werden. Und jetzt noch ein Teil an den Part hier im Parlament der GRÜNEN. Liebe GRÜNE, an dieser Stelle, ich verstehe nicht, warum Sie bei so zentralen Themen Ihrer Partei, bei Themen, bei denen es wirklich um die Frage von Glaubwürdigkeit geht, sich auf so faule Kompromisse einlassen. Klimazertifikate werden keinen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leisten, und Sie wissen das. Mit Klimazertifikaten verlagern Sie das Problem, anstatt es an der Quelle zu bekämpfen. Das Klima lässt sich nicht mit Geld kaufen. Das Klima, meine Damen und Herren, das Klima fordert das Handeln, und das Klima fordert das Handeln jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Felstehausen. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Kollege Müller-Lahn-Dill. Ja, ne? Hochverehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, also, ich will Ihnen sagen, Kollegen der Linken, das ist so ein typischer Antrag der Linken. Sie misstrauen, Sie geben immer das zur Kenntnis, Sie misstrauen den Menschen. Sie misstrauen dem Handeln der Menschen, Sie misstrauen den Entscheidungen der Einzelnen, Sie misstrauen der Vernunftbegabtheit einer Regierung oder einer Verwaltung. Sie misstrauen den Menschen. Und das kommt immer dadurch zum Ausdruck, dass Sie immer Gesetze machen, indem Sie verbieten, anstatt dass Sie fördern, fordern oder verändern. Aber Sie verbieten immer. Sie wollen verbieten. Nur die Konsequenz ist eben eine seltsame. Die Konsequenz ist, dass das möglicherweise alles noch nicht funktioniert. Sie wissen, dass es nicht funktioniert, aber Sie glauben unabänderlich dabei. Zunächst einmal, Dienstreisen aller Art in Hessen bedürfen der Genehmigung. Und der Genehmigung steht unter dem Vorbehalt dessen, was die Regierung des Landes Hessen an dieser Stelle vorgegeben hat, nämlich die Nachhaltigkeitsstrategie für Hessen. Und dazu gehört, dass das Fliegen eben nicht die allererste Priorität ist. Aber wenn erforderlich, dann auch möglich. Aber es ist eben die Ausnahmesituation. Es ist nicht der Standard. Und Sie sagen so schön, nein, na ja, es kann ja sein, dass das Ihre Vorstellung ist. Aber die Wirklichkeit ist eben nicht so. Und Ihre vermeintliche Freundlichkeit Mitarbeitern gegenüber, die zeigt sich ja auch darüber, Sie haben immer ein Thema, einen Punkt, suchen sich das dann aus, aber dann ist der nächste Punkt, der damit vielleicht in völligem Widerspruch steht, völlig egal. Sie machen sich nicht Gedanken darüber, wie ist es denn eigentlich, wenn die Mitarbeiterin frühmorgens alleinerziehend für das Land Hessen in eine Sitzung nach Dresden muss, mit dem Zug fährt, 7 Stunden, am nächsten Tag zurückkommt, weil sie abends nicht mehr zurückkommen kann, weil es eben die von Ihnen gepriesene Alternative günstig gar nicht gibt. Und von daher ist es eben doch nötig, dass man menschlich und ökologisch handelt. Und das können wir doch. Das machen wir doch, und das zeigen wir auch. Und deshalb gibt es die Nachhaltigkeitsstrategie. Und deshalb gibt es die Verwaltungsvorschrift, dass man sagt, ich lese es Ihnen vor, weil Sie es glauben, es ja sonst sowieso nicht, bei der Benutzung eines regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels ist auf die Wirtschaftlichkeit am Tage der Buchung der Dienstreise abzustellen. Bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, und nun kommt es, sind auch Umwelt- und Klimaschutzgesichtspunkte zu beachten. Das ist die zwingende Voraussetzung. Und wir glauben daran, dass Verwaltung dieses auch vernünftig ausübt. Natürlich werden wir nach wie vor daran arbeiten, dass die Dinge sich weiter verbessern. Und die mehr davon, dass die Republik Frankreich
und die Republik Österreich bei der Förderung der Luftfahrt. Das fordert, was Sie sagen, ist doch gar nicht richtig. Die fordern das, was die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa seit Jahren macht, nämlich ihre Flugzeuge regelmäßig, soweit die Triebwerke getauscht werden, mit energieeffizienteren Triebwerken auszustatten. Und was wir doch in Hessen an dieser Stelle auch machen, muss man doch auch sagen. Wir sagen, wenn wir schon einen der größten Arbeitgeber Deutschlands im Land haben und darüber hinaus den Flughafen haben, dann wollen wir es so ökologisch wie möglich machen. Und deshalb fördern wir ja auch, und das macht das Wirtschaftsministerium, fördern wir ja auch die neuen Treibstoffe, fördern wir die neuen Forschungsprojekte, um eben das Fliegen so ökologisch wie möglich zu machen. Und letzter Punkt ist, Sie trauen den Menschen nicht, und deshalb wollen Sie verbieten. Sie wollen regulieren, Freiheit begrenzen und an dieser Stelle letztlich Entscheidungen regulieren. Wir glauben an verantwortungsvolle, zugewandte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Behörden. Wir glauben an ein Umsetzungsbewusstsein von Umweltkriterien, die wir vorgegeben haben, dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir glauben im Übrigen auch, dass es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Fluggesellschaften in Deutschland nicht verdient haben, durch ihren Antrag und die Begründung immer und immer wieder verteufelt zu werden und dass auf diese Weise die Arbeitsplätze in Frage gestellt werden. Wir möchten eine ökologischere Luftfahrt in Deutschland. Nach Möglichkeit wollen wir verzichten auf Kurzreisen mit Flugzeugen, wenn es denn möglich ist. Aber wir wissen auch, es wird sich nicht immer vermeiden lassen. Und da ist uns das Interesse der Arbeitnehmer eben näher als Ideologie. Das überlassen wir Ihnen. In diesem Sinne lehnen wir den Gesetzentwurf ab. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist die Kollegin Grunemann. Sie wollten dritte Lesung, gell? Dritte Lesung. Keine dritte? Okay. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen! Wir beraten heute erneut über den Gesetzentwurf der Fraktion der LINKEN zur Beschränkung von dienstlichen Kurzstreckenflügen. Wobei ich, wie beim letzten Mal ja schon angemerkt habe, geht es ja hier um die Beschränkung von Inlandsflügen. Und lassen Sie mich zunächst einmal festhalten, dass wir uns in der Zielsetzung des Gesetzentwurfs ja einig sind. Sie haben es eben gesagt, Herr Felstehausen, auch wenn der Fokus momentan in den meisten Debatten verständlicherweise auf der Bewältigung der Corona-Pandemie liegt, wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns inmitten einer weiteren Krise befinden. Eine Krise, für die es nie einen Impfstoff geben wird, die Klimakrise. Und der Klimawandel ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Der Klimaschutz, das haben auch die Leute, die im letzten Jahr wöchentlich auf die Straße gegangen sind, deutlich gemacht. Das sehen wir auch jetzt wieder, wenn wir uns die trockenen Ackerböden anschauen oder den Zustand unserer Wälder. Der Klimaschutz ist essentiell. Denn nur ein echter Klimaschutz kann bewirken, dass wir dem Artensterben etwas entgegensetzen können. Und nur mit einem echten Klimaschutz können wir unsere Lebensgrundlagen erhalten. Und die Aufgabe ist klar. Wir müssen auf allen Ebenen, bei der Agrarwende, bei der Energiewende und bei der Verkehrswende, einiges an Tempo zulegen, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens noch irgendwie erreichen zu können. Und ja, wir sind uns auch dabei einig, die Landesregierung muss hier mit gutem Beispiel vorangehen, was die Reduktion von Treibhausgasemissionen angeht. Und daher hatte sie sich es ja auch zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu werden. Und das umfasst die Beschaffung, das umfasst den Gebäudeneubau, die Sanierung, die Nutzung sowie den Bereich Mobilität. Und bis 2017 konnte die Landesregierung so auch die Emissionen der Landesverwaltung bereits um 50% reduzieren. Und sie arbeitet auch weiterhin konsequent daran, die Klimaneutralität zu erreichen. Das macht sie in allen Bereichen mit der Strategie, Emissionen zu vermeiden, die Emissionsquellen durch emissionsärmere zu substituieren und das, was übrig bleibt, eben entsprechend zu kompensieren. Und da wir heute über Dienstreisen reden, auch hier gilt vermeiden, verlagern, kompensieren. Und die beste Dienstreise ist die, zumindest vom Klima her gesehen, die nicht stattfindet. Grundsätzlich
muss sich immer vorher die Frage gestellt werden, ist die Präsenz vor Ort überhaupt notwendig? Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung, Telefon- und Videokonferenzen sind streng genommen auch nicht emissionsfrei, können hier gute Alternativen sein. Das haben wir in den letzten Wochen ja gezwungenermaßen auch erleben können. Und sollte die Reise dennoch angetreten werden müssen, haben emissionsfreie Verkehrsmittel immer absoluten Vorrang. Und die Landesbediensteten haben ja innerhalb Hessens die komfortable Situation, auf das Landesticket zurückgreifen zu können. Mit der Fahrradrichtlinie unterstützt das Land die Dienststellen dabei, Radstellplätze vorzuhalten. Auch das Umstellen der Dienstfahrzeuge auf E-Mobilität wird unterstützt, sowie der Bau von Ladesäulen an Dienststellen und die Anschaffung von Pedelecs. Und auch für längere Strecken ist ganz klar, die Nutzung der klimafreundlicheren Verkehrsmittel hat Vorrang. Und der Kollege Müller hat es eben gesagt, er hat die entsprechende Verwaltungsvorschrift eben zitiert. Ich nehme einen Satz noch einmal raus. Bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sind auch Umwelt- und Klimaschutzgesichtspunkte zu beachten. Warum? Gerne. Langsam kommen wir wieder rein. Warum ist das so? Wenn Sie Reisezeit und Preise von Bahnfahrten und Flügen miteinander vergleichen, wird leider in vielen Fällen der Flug gewinnen. Das machen milliardenschwere Subventionen und Lohndumping möglich. Dabei ist es gerade der Flugverkehr, der die größte Emissionsschleuder im Verkehrssektor ist. Das heißt, die Folgekosten und die externen Kosten schlagen sich nicht im Preis nieder, sondern werden von der Allgemeinheit getragen. Das ist weder gerecht noch nachhaltig. Und Umwelt- und Klimaverträglichkeit müssen also bereits bei der Frage der Wirtschaftlichkeit mitgedacht werden. Und, meine Damen und Herren, die Landesregierung schreibt dies auch so vor. Und daher, das ist auch richtig und wichtig. Und was die Kompensation angeht, die Landesregierung wird Emissionen, die nicht vermieden oder reduziert werden können, durch den Kauf von Zertifikaten in Höhe von 60.000 Tonnen jährlich kompensieren. Und um es klar zu sagen, dass die Zertifikate sind keine Freiflugscheine. Das sind sie mit Sicherheit nicht, denn sie dienen der Kompensation aller Emissionen, die durch Dienstreisen ausgestoßen werden, also Pkw, Bus und Bahn. Der Flug darf immer nur das letzte Mittel der Wahl sein. Das ist bereits jetzt Vorschrift, und daher brauchen wir auch keine Gesetzesänderung. Und, sorry, aber wir werden den Gesetzentwurf auch ablehnen. Lassen Sie mich aber dennoch zum Schluss etwas zu Kurzstreckenflügen im Allgemeinen sagen. Wir müssen mit Nachdruck darauf hinwirken, dass Kurzstreckenflüge überflüssig gemacht werden. Ich habe eben die Problematik angesprochen. Flugtickets sind oft günstiger als Bahntickets. Wir haben eine enorme Schieflage, was die Subventionen des Flugverkehrs auf der einen Seite und die des Schienenfernverkehrs auf der anderen Seite angeht. Das geht zulasten der Umwelt und des Klimas und damit auch der Allgemeinheit. Und diese Entwicklung gilt es umzukehren. Wir brauchen massive Investitionen in den Ausbau der Bahninfrastruktur, um die Fahrzeiten auf der Schiene zu senken. Wir müssen dabei dringend auch an den Lärmschutz denken. Wir müssen das Angebot erweitern, z.B. um Nachtzüge, und durch entsprechende Steuervergünstigungen die Ticketpreise erschwinglicher machen. Und die Senkung der Mehrwertsteuer ist auch ein richtiger Weg dahin. Das sind alles keine neuen Ideen. Umso unverständlicher ist daher, dass sie bei der Verkehrspolitik der Bundesregierung in den vergangenen Jahren so gut wie keine Rolle gespielt haben. Und im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht, dass die Fahrgastzahlen der Bahn bis 2030 auf 280 Millionen € gesteigert werden sollen. Es wäre vielleicht sinnvoll, auch etwas dafür zu tun. Zum Beispiel könnte bereits jetzt die Hälfte der Kurzstreckenflüge auf die Schiene verlagert werden. Meine Damen und Herren, die BUND-Jugend fordert Kurzstreckenflüge nur für Insekten, und meines Erachtens nach hat sie damit vollkommen recht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Gronemann. Nächster Redner für die Fraktion der FDP ist der Kollege Müller. Es scheint ein Thema für die Müllers zu sein hier. Hochverehrter Herr Präsident, schließe mich gerne an, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich muss ja schon ein bisschen schmunzeln über
Herrn Felstehausen, weil ich ihn eben beobachtet habe, wie er Frau Gronemann zugeschaut hat und Mordspaß dabei hatte, wie sie sich gewunden hat. Und um das Thema, und dann merkt man auch, um so ein bisschen die strategische Zielrichtung dieses Gesetzentwurfs hingehen sollte. Und ich glaube, das hat auch gepasst. Ja, das Problem für uns ist bei dem Gesetzentwurf, dass ja, das Problem für uns bei Ihrem Gesetzentwurf ist, dass der halt schon, und da bin ich jetzt bei meinem Namenskollegen Müller, Richtung Verbieten, Verbieten, Verbieten geht. Und das ist etwas, was für Freie Demokraten schlicht nicht in die Tüte kommt. Das machen wir nicht, weil wir auf die Verantwortung des Einzelnen setzen. Und ich sage Ihnen, man wird damit am Ende auch die größeren Erfolge erzielen als mit Verboten. Doch wird man, weil es die Erfahrung zeigt. Wir haben in der Marktwirtschaft, in allen anderen Bereichen die Erfahrung gemacht, dass da, wo die Menschen eigenverantwortlich handeln, die größten Erfolge erreicht werden. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie irgendwann es schaffen, in Ihrer Ideologie auch einmal das Vertrauen in den Menschen zu bekommen und nicht nur das Vertrauen in den Staat mit seinen Verboten und Geboten zu sehen. Das wäre eine tolle Lösung, wenn Sie das mal hinbekommen würden. Meine Damen und Herren, ich habe mich ja gewundert. Eigentlich hätten Sie den Gesetzentwurf zurückziehen müssen. Dann wären wir vielleicht ins Grübeln gekommen und hätten, ja, im Moment liegt eh keiner. Erstens wäre das ein Grund gewesen. Und zweitens, einen Gesetzentwurf zu machen mit der Maßgabe, man soll alles über Videokonferenzen regeln. Das wäre in Sachen Digitalisierung durchaus spannend gewesen. Aber ich glaube, ja, das sollen die freiwillig machen, das machen sie freiwillig auch. Und das ist tatsächlich auch eine der positiven Auswirkungen der Krise, die wir im Moment erleben, dass man merkt, und ob sie es glauben oder nicht, das hatten Sie in der ersten Lesung, hat, glaube ich, Herr Schaus noch zugesprochen, nicht angesprochen. Ich hatte in der ersten Lesung schon darauf hingewiesen, dass man sehr wohl einiges machen kann. Zum Beispiel über Videokonferenzen könnte man viel mehr erreichen als über Verbot von Kurzstreckenflügen. Und das ist, ganz ehrlich gesagt, auch ein Weg, der in Zukunft, glaube ich, vermehrt gegangen werden wird, weil man auch jetzt sehr viel Infrastruktur aufbaut in der Krise. Sehr schön. Und auf dem Weg habe ich überhaupt kein Problem, wenn man auf dem Weg entsprechende Einsparungen von Kurzstreckenflügen erreichen könnte. Ich glaube nur, Herr Felstehausen, dass alleine, indem wir den Landesbediensteten verbieten, Inlandsflüge durchzuführen, nicht so schrecklich unendlich viele Flüge nicht mehr stattfinden werden, weil es nicht an vielen Stellen gar nicht funktionieren wird. Ich habe von Ihnen, Sie haben ja zum Thema Kurzstreckenflüge in Deutschland in Ihrer Rede gar nicht gesprochen. Sie haben ja zum Thema Klimapolitik geredet, und zwar sehr abstrakt und generell und weniger zum eigentlichen Thema Ihres Gesetzentwurfs. Sie haben aber auch nicht gesagt, wie viel Einsparung denn damit überhaupt erzielt werden könnte, wenn wir das machen würden. Nichts, genau. So, aber genau das, wenn Sie die Anhörung ernst nehmen, Herr Felstehausen, dann hätten Sie den Gesetzentwurf nun endgültig zurückziehen müssen. Weil Unterstützung haben Sie in der Anhörung für Ihren Gesetzentwurf keinen erhalten. Also, ja, da bin ich in der Tat, also, da wäre ich gespannt, wo Sie die breite Unterstützung für Ihren Gesetzentwurf in der Anhörung haben, außer den zwei oder drei, die Sie bewusst und gezielt eingeladen haben. Ich habe vom Beamtenbund niemanden gehört, ich habe von niemandem irgendetwas gehört. Und das ist schon. Das ist schon auch ziemlich maßgeblich. Und es könnte auch ein Grund dafür sein, warum Sie darauf keinen Bezug genommen haben. Ich glaube, die Anhörung war relativ eindeutig. Es macht keinen Sinn. Und wir hatten schon in der ersten Lesung als Beispiel angeführt, wenn Sie wirklich der Mutter zumuten wollen, dass sie am Vortag anreist, weil es morgens um 10 Uhr sonst nicht hinhaut, weil, sorry, mit dem Zug kommt man morgens um 10 Uhr nicht zur Sitzung nach Berlin, nicht, wenn man nicht direkt in Frankfurt am Bahnhof wohnt und um 5.50 Uhr oder wann auch immer in den ersten Sprinter einsteigt. Es gibt aber Menschen, die wohnen nicht in Frankfurt. Es gibt Menschen, die haben ein oder zwei Stunden Anreise nach Frankfurt. Denn selbst mit dem Hessenticket schaffen sie es aus dem Odenwald, im Zweifel nicht ohne weiteres mit dem ÖPNV morgens um 5.50 Uhr am Flughafen sein. Sie könnten natürlich am Vortag zum Flughafen fahren mit ÖPNV, dort dann im Hotel übernachten, um morgens loszufliegen. Aber bitte, Herr Felstehausen, ja, das geht dann Richtung Stoiber. Das geht dann Richtung Stoiber. Aber das ist. Ja, ich komme ja gar nicht aus dem Odenwald. Das war ein Beispiel. Ja, ich komme aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, ich habe es etwas näher. Das stimmt. Aber mit ÖPNV habe ich es auch nicht näher. Da brauche ich auch ewig. So. Und damit will ich Ihnen nur deutlich machen, Ihr Gesetzentwurf ist Mist. Ihr Gesetzentwurf funktioniert in der Realität nicht. Ihr Gesetzentwurf schreibt das Gebot der Verbote. Genau das wollen Sie, genau das ist Ihre Ideologie. Die Anhörung hat klar bestätigt, was wir an Kritik schon in der ersten Lesung hier genannt haben.
Und deswegen werden wir jetzt auch in der zweiten Lesung Ihren Gesetzentwurf ablehnen. Denn gerade auch jetzt in der Krise ein Signal an die Fluggesellschaften, die alle leiden, die alle kurz vorm Bankrott stehen. Das mag Sie freuen. Das mag Sie, das mögen Sie gut finden. Aber es stehen auch Mitarbeiter dahinter und Arbeitnehmer dahinter. Und zwar nicht zu wenige. Und zwar nicht zu wenige. Jetzt ein Signal zu setzen, dass man Inlandsflüge für Mitarbeiter des Landes nicht mehr durchführen will, wäre ein völlig falsches Signal in der jetzigen Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Nächster Redner für die Fraktion der SPD ist der Abg. Eckert. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat ein Gesetzentwurf, bei dem wir, auch wenn es eben immer wieder deutlich wurde, angeblich eine mündliche Anhörung gemacht haben. Ich kann mich zumindest an die schriftliche erinnern, dass wir schriftliche Stellungnahmen eingefordert haben. Aber auch in der Tat die Lektüre dieser Stellungnahmen war hilfreich und hat gezeigt, dass das Ansinnen, was hinter dem Gesetzentwurf steht, dass wir Kurzstreckenflüge innerhalb Deutschlands reduzieren, das richtige Ansinnen ist, aber der Gesetzentwurf in der Form nicht das Mittel ist, mit dem wir es begrenzen können. Das ist auch die Begründung, warum wir uns bei Ihrem Gesetzentwurf abschließend dann auch nur enthalten werden, weil selbst der DGB zum Beispiel in seiner Stellungnahme hat sehr deutlich gemacht, dass eben genau diese Zielsetzung richtig ist, Kurzstreckenflüge in Deutschland zu verringern, aber Sie da herzlich darum bitten, das eben nicht gesetzlich festzuschreiben. Ich finde, das ist aus den Beschäftigten auch heraus ein wichtiger Fingerzeig, der uns da auch mit zu bewogen hat, deutlich zu machen, dass man diesen Weg nicht gehen kann. Aber deswegen ist die Frage natürlich des Klimaschutzes, wie gehen wir in der Tat damit um, ein ganz bedeutendes und wichtiges. Und dann würde ich, liebe Frau Kollegin Grunemann, mal fragen, was natürlich die Landesregierung da auch konkret tut. Weil zu sagen, dass wir vom Flugzeug auf die Schiene verlagern müssen, was wir alles tun, dann schauen wir uns doch auch wirklich die Realitäten in Hessen an und gucken, was diese Landesregierung dafür leistet. Er ist im Moment nicht da, aber dann würde ich mir mal gerne anschauen, wie hat sich das Landesticket der Bediensteten denn tatsächlich auf das Mobilitätsverhalten der Beschäftigten verändert und wie haben wir sehr zum Beispiel die Parkplätze bei den Ministerien verringert, weil entsprechend der Umstieg gelungen ist auf den öffentlichen Personennahverkehr. Wir haben beim Radverkehr, da gibt es hinreichend Stellungnahmen. Wir können ja heute sonst nicht über den Radverkehr sonst sprechen. Daher werde ich das jetzt hiermit auch unterbringen müssen, dass wenn wir entsprechend in Hessen von 60 Projekten im Radverkehr nur 6 oder 8 umsetzen können innerhalb von 3, 4 Jahren, dann zeigt das, dass das ambitionslos ist, was Sie dort selber sich vorgenommen haben und in der Realisierung. Also daher, ja, wir müssen da was tun. Aber ich glaube nicht, dass wir in Hessen da auf einem großen, entsprechend guten Wege sind. Und ja, Flugverkehr, auch das will an dieser Stelle noch einmal betont werden. Wer über die Bedingungen im Flugverkehr redet, der darf danach über Ryanair am Frankfurter Flughafen nicht schweigen. Und das hat Ihre Landesregierung mitentschieden, das hat Ihr Minister entschieden. Und deswegen nicht so in die Büsche schlagen, meine Damen und Herren. Und auch noch eins zum Flugverkehr, weil ich finde, das muss auch an der Stelle gesagt werden. Wenn man im Wahlkampf immer wieder erzählt, ja, wir brauchen den Umstieg vom Flugzeug in die Bahn. Und als Beispiel von morgens bis abends das Beispiel Frankfurt-Stuttgart erwähnt. Herr Al-Wazir. Aber das, was diese Landesregierung, was der im Amt ist, ich habe noch nichts gelesen, dass das Land da groß was macht. Das, was es an Veränderungen gegeben hat, das Land ein bisschen was über die Bahn funktioniert. Aber ansonsten habe ich aus Hessen, als hessische Initiativen in dem Bereich nichts gefunden. Deswegen, ja, die Zielsetzung ist richtig, aber ich vermisse die Initiativen aus dem Land, damit wir wirklich eine Veränderung hinbekommen, meine Damen und Herren. Deswegen, Rigorosität des Gesetzentwurfs, der geht zu weit. Die Zielsetzung ist richtig. Man müsste sich darüber unterhalten, ob wir neben den Kompensationsleistungen, die die Landesregierung entsprechend ja mit verankert hat, dass man das zahlt, dass wir noch weitere Anreize setzen, dass wir weiter verzichten. In der Tat, Corona zeigt uns, dass man auch viele Sitzungen, das kennen wir alle auch aus unseren eigenen Lebenswelten, auf manche Sitzungen, zu denen man meinte, dass man immerhin muss, die kann man sehr gut und gerne mit einer Videokonferenz hinbekommen. Von daher, dieses Verhalten ist vielleicht tatsächlich diese Krise,
nicht die Klimakrise allein, aber jetzt mit der Krise rund um Corona der Ansatzpunkt, tatsächlich Handeln zu verändern. Dafür brauche ich aber nicht nur den Gesetzentwurf, da brauche ich Handeln, dafür brauche ich Handeln auch der Landesregierung. Von daher, wir enthalten uns bei Ihrem Gesetz, weil die Zielrichtung, das Thema stimmt, die Überschrift stimmt, aber nun mal die Instrumente funktionieren nicht. Deswegen eine ganz kraftvolle Enthaltung. So hat es ja der Berichterstatter formvollendet eben vorgetragen. Von daher werden wir das wie im Ausschuss auch hier im Plenum machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Ich bitte sehr um Verzeihung, lieber Herr Kollege Gagel. Ich hatte Ihren Zettel auf dem falschen Stapel liegen. Und deswegen, Sie hatten ihn aber frühzeitig abgegeben. Deswegen kann ich erst jetzt Sie aufrufen. Für die Fraktion der AfD hat jetzt der Kollege Gagel das Wort. Herr Präsident, ich verzeihe Ihnen noch einmal. Das kann ja mal passieren. Da habe ich beim nächsten Mal ein bisschen was gut. Meine Damen und Herren, ja, ich stelle fest, dass angesichts des Zustandes unserer Luftfahrt, national und international, Sie eigentlich Ihren Antrag zurückziehen müssten. Er hat sich eigentlich erledigt. Die Aufrechterhaltung Ihres Antrags und die erneute Debatte heute hier zeigt allerdings, gerade in diesen Zeiten, die wir gerade durchmachen mit Corona, Ihre Ignoranz gegenüber der durch die Corona-Krise geschwächten Luftfahrtgesellschaften, insbesondere unsere deutsche Lufthansa und unsere Condor. Aber Frau Wissler, das haben Sie ja heute Morgen gesagt, Sie wollen bei der Lufthansa am liebsten das Modell Frankreich haben und die Lufthansa unter das Staatsdekret stellen, unter das politisch motivierte Klimadiktat, das hat Herr Felstehausen ja wieder einmal ausführlich ausgeführt. Wirtschaftliche und ökonomische Aspekte spielen bei Ihnen offenbar keine Rolle. Willkommen im Sozialismus. Zum Thema Sozialismus hätte ich angesichts der Feiertagsdebatte auch noch ganz viel zu sagen. Ich halte mal lieber still. Meine Damen und Herren, Kurzstreckenluftverkehr. Innerdeutsch gibt es aktuell nicht mehr, und wir wissen auch nicht, wann dieser überhaupt und unter welchen Bedingungen wieder angeboten wird. Aber wenn diese Reisemöglichkeit wieder angeboten wird, wir die Corona-Pandemie irgendwie im Griff haben, im besten Fall sogar überstanden haben, dann müssen wir doch froh sein, dass uns allen dieser Weg wieder offen steht, auch im Interesse einer Vielzahl von Arbeitsplätzen bei Lufthansa oder auch anderer innerdeutsch fliegender Airlines. Oder auch doch im Interesse des größten hessischen Arbeitgebers, dem Frankfurter Flughafen. Das hat von Ihnen hier noch gar keiner gesagt. Wo, meine Damen und Herren von den Linken, bleibt denn da Ihr soziales Gewissen gegenüber den vielen Arbeitsplätzen hier in Hessen, die vom Flugverkehr und vom Flughafen abhängen? Wollen Sie denen erzählen, Sie gießen noch ein bisschen Öl ins Feuer mit Ihrem Antrag, damit Ihr Arbeitsplatz noch schneller verloren geht? Wenn Frau Wissler heute Morgen von Solidarität, von den Betroffenen der Corona-Krise sprach, dann entlarvt sich das gerade in diesem Zusammenhang doch mal wieder als eine typische Sprechblase der Linken, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich doch einmal das wirtschaftliche Herz Hessens an, den Frankfurter Flughafen. Es schlägt nicht mehr. Fraport und Lufthansa liegen auf der Intensivstation. Und Sie wollen mit Ihrem Gesetz dem Intensivpatienten eine Medizin verabreichen, die seine Genesung sogar noch behindert anstatt fördert. Von was oder wem wollen wir denn in Zukunft in Hessen überhaupt noch Steuereinnahmen erwirtschaften? Das Geld, das Sie verteilen wollen. Die 30% Kurzarbeiter werden dies nicht leisten, und die hessische Wirtschaft, die da niederliegt, auch nicht. Aber Haushalt ist hier heute nicht das Thema. Das Wiederingangbringen der Luftfahrt, meine Damen und Herren, hat aber nicht nur etwas mit Wirtschaft und Hessens Steuernahmen zu tun, sondern auch mit der Solidarität der Beschäftigten und der Leistungserbringer, sprich einem ganzen Wirtschaftszweig, einem sehr wichtigen Wirtschaftszweig hier in Hessen. Und das muss einfach auch einmal gewürdigt werden. Es ist von Ihnen fast überhaupt nicht gesagt worden. Dieser, nicht nur, dass er eine große Bedeutung für Hessen hat, der Flughafen und die Luftverkehrsgesellschaften, denn dieser Wirtschaftszweig sichert uns im Speziellen ein komfortables und sicheres Reisemittel, eben auch innerdeutsch, bei welchem wir frei sind. Und es wurde hier vorhin schon ausgeführt, dass es auch nicht unter allen Bedingungen genehmigungsfähig ist.
bei welchem wir frei sind, es zu nutzen oder es eben zu lassen. Ihr Gesetzentwurf, der mal wieder auf Klimaneutralität und Umweltschutz sich gründet, möchte diese Freiheit den hessischen Beschäftigten nehmen. Dies halten wir, ich habe das bereits in der ersten Lesung hier gesagt, unter den Prämissen Ihres Klimadiktates für die falsche Lösung. Die Klimakrise ist ja mal wieder angeklungen worden. Die Luxusproblemparteien haben mal wieder die Klimakrise in Erinnerung gedacht. Es wird zu viel über Corona berichtet. Da gehen natürlich gewisse grüne und linke Geschäftsmodelle in Richtung der sogenannten Klimakrise. Leicht verkommen die in Vergessenheit. Greta Thunberg ist ja auch nicht mehr aufgetreten. Also insofern musste dieses Wort ja mal wieder bemüht werden, aber das nützt alles nichts. Am Ende des Tages sind sämtliche Klimaschutzmaßnahmen nutzlos. Sie schaden der Wirtschaft und dem Klima nichts. Deswegen lehnen wir den Gesetzentwurf ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gagel. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Thema Klima ist sicherlich ein herausragend wichtiges Thema, was es hier im Landtag zu besprechen gilt. Die Frage, wie wir mit dem Luftverkehr zukünftig weiter zurechtkommen, ist ein unglaublich wichtiges Thema für unser Land. Kollege Müller, der ÖPNV von Heidenroth Richtung Frankfurt ist eine wichtige Debatte, die man unbedingt auch hier im Hessischen Landtag führen muss. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber alles zusammenzurühren bei einer Debatte über das Reisekostenrecht, meine Damen und Herren, das gelingt nicht wirklich richtig gut. Und ich finde, das hat die Debatte gerade hergegeben, bei allem Respekt vor den Abgeordneten, meine Damen und Herren. Auf den ersten und auf den zweiten Blick gibt es keinen guten Grund für die Annahme des Gesetzentwurfs hier in der zweiten Lesung. Ich habe gesagt, es ist ein wichtiges Anliegen. Die Hessische Landesregierung kommt diesem Anliegen über die Nachhaltigkeitsstrategie bereits nach. Wir mühen uns darum, eine CO2-neutrale Landesverwaltung zu sein, über energetische Sanierungen unserer Landesgebäude, wenn wir mal auf die Bediensteten des Landes gehen, über die Schaffung einer Vorschussrichtlinie für die Bediensteten beim Kauf von Fahrrädern, damit wir mal sozusagen auch nahe bei den Beschäftigten sind. Bei der Frage der Sensibilisierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was die Raumtemperatur in den Büros angeht, bei den elektrobetriebenen Dienstwagen, meine Damen und Herren, sogar bei der Einführung des Landestickets, immer sehr an den Bediensteten gerade argumentiert. Wir mühen uns darum, dass wir eine nachhaltige Landesverwaltung sind, und das hessische Reisekostenrecht kommt dem auch entsprechend nach. Es setzt auf eine verantwortungsbewusste Freiwilligkeit. Und dem kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach, natürlich auch, weil es ein verändertes Verbraucherverhalten insgesamt in unserem Lande auch beim Thema Flugreisen entsprechend gibt. Und ich will zum Schluss Herrn Kollegen Eckert recht geben. Ich glaube, dass wir nach den Erfahrungen im Corona-Modus zu Telefonschaltkonferenzen und Videokonferenzen uns in Zukunft die ein oder andere Präsenzsitzung jeweils in den entsprechenden Gremien, die wir so besuchen, sicherlich sparen werden und werden damit dann einen wichtigen Beitrag auch zum Klimaschutz leisten. Die Hessische Landesregierung sieht keinen Bedarf, das Hessische Reisekostengesetz zu ändern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Es ist keine dritte Lesung beantragt, und ich will auch jetzt nicht dazu verführen. Das heißt, es kommt später in unser Abstimmungspaket am Ende der Sitzung. Danke schön. So machen wir es.